Servus, liebe EMTB-Leser. Wir sind hier in Freiburg am Einstieg zum Canadian Trail und mit dabei haben wir das brandneue Sam Squared von Focus, ein echtes Enduro-E-Mountainbike, und ich nehme euch jetzt eine Runde mit auf den Trail. Viel Spaß! Wir waren jetzt 2 Tage hier unterwegs auf den Trails in Freiburg mit dem nagelneuen Sam Squared von Focus. Und ich muss sagen, sowohl das Bike als auch die Trails haben wirklich jede Menge Spaß gemacht. Ein E-Enduro, dafür brauchst du natürlich entsprechende Strecken. Hier war es jetzt schon ganz schön ausgefahren, echt ruppige Passagen, geht gut bergab, viele Sprünge dabei auch, kleinere, größere. Und ja, da fühlt sich dann so ein E-Enduro schon wirklich wohl, wenn einfach die Schwerkraft wirkt und genug Zug nach unten da ist. Absolut gelungene Sache. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich neu am Sam Squared? Es ist das Modell 2021. Beim Vorgänger war der Shimano-Motor drin. 2021 verbaut Focus den Bosch Performance CX mit 625 Wattstunden Intube-Akku. Vom Federweg 170 vorne, 170 hinten. Am Topmodell mit einem Stahlfederdämpfer. Was uns sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass Focus eigentlich keine Kompromisse eingeht. Hinterreifen mit einer Super Gravity Karkasse von Schwalbe, also pannensicher, was man bei so einem Fahrrad in der Kategorie auch einfach braucht, haben wir gerade hier in Freiburg gemerkt. Wenn es ruppig ist, Steine mit dabei sind, felsig, dann kann man das Rad einfach nicht richtig ausfahren, wenn man keinen soliden Reifen drauf hat. Da ist man mit den Super Gravities von Schwalbe auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Magic Mary vorne und hinten, vorne in der Super Trail Variante, absolut solide Reifenkombi. Über eine Sache hat sich Focus besonders Gedanken gemacht, und zwar das Cockpit bzw. die Kabelintegration. Focus hat einen ganz eigenen Vorbau entwickelt, durch den die Kabel innen in den Rahmen reinlaufen. Durch den Steuersatz, der ist extra ein bisschen größer angelegt, und so kommt ein sehr cleanes Cockpit zustande und eine sehr saubere Kabelführung. Das Sam Squared hat einen Alurahmen und, wie schon angesprochen, echt eine solide Ausstattung. Klar, super leicht wird es damit nicht, auch mit dem großen 625 Wattstunden Akku, landet bei über 25 Kilo. Beim Topmodell kann man sich, was die Ausstattung angeht, wirklich überhaupt nicht beschweren. Das Top-Fahrwerk von Fox Factory Fahrwerk, Kashima vorne, hinten der Fox Stahlfederdämpfer, eine komplette Shimano XT, Schaltung 12-fach, sowie auch die Bremsen mit 200er Scheiben vorne und hinten, da fehlt es an nichts. Kostenpunkt für das Topmodell 6.500 Euro. Das war's mit unserem ersten Blick auf das nagelneue Focus Sam Squared. Und in einer der nächsten Ausgaben von EMTB im Printmagazin, da gibt's dann einen ausführlichen Test.